Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout Shelter. Wir sind in meinem offiziellen Tag 2, scheinbar, Tagesbericht. Wirklich zufrieden sind meine Wortbewohner irgendwie nicht. Verstehe ich gar nicht. Eigentlich schon, aber hey, mal gucken, was uns heute so erwartet. Ich glaube, meine Wortbewohner haben Hunger. Aber dagegen hilft nur, dass es mir... Ich weiß gar nicht, warum mir das nicht früher eingefallen ist. Man könnte ja eventuell auch einfach das Ding hochmachen. Verbessern, yay. Nö? Hä? Cool. Wir haben irgendwie... Ach ja, stimmt, wir haben eine Quest fertig. 50 Kronkorken, yay. Ganz ehrlich, das mit der Zufriedenheit mit den Bewohnern kriege ich irgendwie nie hin. Ich habe ja privat auch so ein bisschen gespielt. Also, ich muss sagen, wirklich nur ein bisschen. Shame on me. Leute, wir brauchen Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Wahrscheinlich wären sie auch glücklicher, wenn sie was zu essen hätten. Gehe ich mal ganz davon aus. Ja, ihr seht es also richtig. Ich habe es diese Woche tatsächlich geschafft, trotz aller Vorbereitungen. Ich muss gestehen, ich habe noch nichts in meinem Haushalt gemacht. Noch gar nichts. Aber diesmal sitze ich hier wenigstens schon am Mittwoch. Eigentlich nur, weil ich gerade beim Friseur war. Nein, muss ich sagen, gerade wirklich. Weil ich mir dachte, wenn ich schon die Haare gemacht bekomme, dann sollen auch alle was davon haben. Die ganze Welt. Das ganze Internet. Juhu. Oh, guck mal, der kann ja Männchen machen. Oh, wie süß. Ja, feines Hundi. Ich muss sagen, ich mag Hunde ziemlich gerne. Ich hätte selber einen, wenn die nicht ständig nach draußen müssten. Aber der muss ja nicht. Immer wie artig hier das sitzt. Ach ja, cool. So, aber ihr seht schon, das geht ja noch nicht mal hoch. Ey, was ist das? Und du... Ach ja, stimmt. Rex ist aus dem Ödland wieder zurück und hat komische Sachen mitgebracht. Wir werden nur einen Ventilator behalten. Ja, ich hab's gesehen. Warum kann ich da nicht... Das war nämlich das eine Mal das Problem, ne, dass ich da einfach raufgeklickt habe, einfach nur, weil ich wissen wollte, was das ist. A plus 3. Ich glaube, das kann ich gebrauchen. Mal sehen. Oh! Warum? Aber die haben doch letzte Folge alle noch gelebt. Also, bin ich mir ziemlich sicher, oder? Also in der letzten Folge hatte ich noch keine Toten. Warum? Ey, cool. Der hat ein Auto. Du hast ein Spielzeugauto gefunden, Thief. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nur, weil, ich muss irgendwas tun mit dem Essen, ey. Das geht ja gar nicht. Das geht ja mal überhaupt nicht. Oh mein Gott. So, du hast den Handwerker... Ehrengardist hat den Handwerker overall schon an. Hat allerdings noch keine Waffe. Ich würde sagen, da du nur in der Vault bist, also nur in Anführungsstrichen, ich muss sagen, in der Vault ist das schon ziemlich wichtig. Bekommst du jetzt keine so extrem gute Waffe? So, du, mein Lieber, wirst... eigentlich sofort wieder rausgehen. Allerdings sehe ich gerade, du hast noch keine Markierung. Schäme dich. Essen. Essen fassen. Vortex Starter Pack. Ja, das kommt genau richtig. Ist da Essen drin? Ob da Essen drin ist? Sichere dir alles, was du für einen schnellen Start in dein Leben im Untergrund brauchst. Das Starter Pack enthält. Oh, was? Oh mein Gott, Leute. Wir haben einen legendären Bewohner, zwei seltene Bewohner, ein legendäres Haustier. Mr. Handy? Mr. Handy? Ach so, ich kann mir das kaufen. Ach komm, ich wollte schon sagen, so, warum, seit wann kriegen wir denn sowas geschenkt? Ja, nee. Kann ich mir kaufen, tue ich natürlich nicht. Ach so, die machen natürlich auch nichts. Oh. Warum? Ich muss gestehen, also dieses Spiel... Ich werde es wahrscheinlich niemals können. Also nicht so richtig. Also mit viel Übung. Mit sehr viel Übung. Ich weiß nicht. Irgendwie...
Aber es wollte mir auch letztes Mal keiner helfen. Da war ich ganz doll traurig. Aber gut. Müssen wir uns hier irgendwie durchschlagen? Ach so. Ich wollte ja. Du solltest doch raus. Komm. Geh spielen. Geh spielen. Ja, die beiden machen natürlich dann noch nichts mehr. Nichts mehr mit Baby und Nachwuchs und neuem Vault-Bewohner und. Ja. Was man halt eigentlich in der Vault so haben möchte. Cool. Nicht. Aber ich glaube, das mit dem Essen wird jetzt etwas mehr, ne? Okay, wie viele Minuten brauchen wir? Wir brauchen 2 Minuten. Ich werde also 2 Minuten vorspulen. Wird das für den auch reichen? Nein, ich werde vorher Strom sammeln. Boom. Cool. Wenigstens das Wasser reicht. Warum nicht? Bis gleich. So, weiter geht's mit Essen und so. Oh mein Gott. Ups. Das wollte ich doch gar nicht. Aber guck mal, guck mal, guck mal. Wir haben ja noch einen... Ah, ich glaube, wir sind gleich so ein bisschen gerettet. So, wir haben eine Stufe mehr. Da haben wir noch einen Handwerker overall. Natürlich bekommst du auch eine Waffe. Eine normale Waffe. So, ja, ja, stimmt. Genau, ihr beide. Ja, wobei, Hassan... Es tut mir echt leid, aber solange wie wir keine Steampacks haben, also keine Steampacks, könnt ihr ja nicht mal mehr raus. Wobei, eigentlich schon... Das Ding ist ja, ich brauche sie ja einfach nur wiederbeleben. Oh Gott, ey, das geht allen so scheiße. Guckt sie euch an, sie tanzen so. Eigentlich habe ich gar keinen Bock jetzt mit dir zu tanzen, aber wir stehen jetzt hier so rum und... Stellt euch das mal vor, ihr steht so irgendwo im Club so. Ey, na, und du so. Was machst du so? Halt schon, die Bewegung ist geil. Ja, ja, passt schon. Alles in Ordnung. Ja, ich mache mich gerne für euch zum Affen. Natürlich. Warum auch nicht? Ich brauche Essen. Könnt ihr euch mal hier? Danke. Ja! Wir haben genug Essen. Cool. Warum auch immer? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mein Vorschlag. Ah, ich weiß jetzt warum. Guckt sie euch an, sie verschwinden da hinten. Ich habe einen Vorschlag für euch. Und zwar, da ich schon immer ziemlich blöd war in mir irgendwelche Themen ausdenken, weil ich, keine Ahnung, ich glaube, ich nicht über die gleichen Dinge rede wie andere, meistens. Der Vorschlag an euch, den ich mir nämlich irgendwo abgeguckt habe, was ich euch nicht verrate, von wo ich das abgeguckt habe. Was haltet ihr davon, wenn ihr mir einfach Sachen, die euch interessieren, also sei es über mich oder sei es über irgendwelche Weltthemen, die euch interessieren, wo ihr meine Meinung mal wissen wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Dann kann ich nämlich in jeder Folge, die wir so drehen, dann einfach nacheinander so eine Frage nehmen oder so ein Thema anschneiden und euch sagen, was ich davon so halte. Wäre ein Vorschlag, ich hätte, ja, ich hätte immer was zu erzählen und ihr hättet immer genau das in der Folge, worüber ich rede, was ihr wollt. Das ist halt genau der Punkt. Ich rede über die Dinge, die ihr wollt und nicht wie manch andere, die dann halt in irgendeine Scheiße labern. So war, was ich halt sonst immer mache. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Immerhin rede ich mittlerweile aus. Das ist ein Feuer, ja genau. Zum Glück rennt der... Ist das geil, ey. Weil, wisst ihr, was eigentlich... Schön. Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht eigentlich gar nicht so aus, als wenn sie irgendwie das Feuer löschen wollen würden, sondern als wenn sie sich einfach nur gegenseitig mit diesem Feuerlöscher abspritzen. So halt, keine Ahnung, wie andere, was sie sich gegenseitig mit Wasserpistolen abschießen. Genau so sieht das aus. Guckt sie euch an. So, yeah, ich auch nass. Und dann freuen sie sich auch noch. Oh, weia. Ja, Leute, ich habe mega gute Laune. Wie gesagt, ich habe endlich eine neue Frisur. Das Wetter ist schön. Heute hat die Sonne geschienen. Aber erst heute Abend. Und das war wirklich richtig toll. So, Timzbö. Du kannst mal eine bessere Waffe haben. Was hältst du davon, wenn du eine bessere Waffe nimmst? Ich weiß, es geht dir blöd und so, aber... Ach so, wartet. Schließen. Nein, halt. Ich habe ihn noch gar nicht markiert. Warum? Doch, habe ich doch. Okay, dann gehst du wieder raus. Nee, gar nicht. Du gehst gar nicht raus, weil du hast nämlich noch gar nicht die Vault beschützt.
Dann musst du nämlich die Tür beschützen. Und du darfst wieder rausgehen. Aber ich glaube, 3, 4, so. Du bekommst noch sowas. Dann kannst du nämlich rausgehen und wieder erkunden. Wie gesagt, es kann sein, dass ich das nicht so zu 100% einhalten kann. Es ist gut möglich. Das andere Problem ist, ich habe auch gar nicht genug Bewohner, um jetzt zum Beispiel endlich die Krankenstation zu bauen. Ich glaube, da fehlt mir genau noch einer. Lasst uns gucken. Also wenn mich nicht alles täuscht, fehlt noch genau... Ja, sag ich ja. Fürs Forschungslabor fehlt noch genau ein Bewohner. Verdammt. Wobei, nee, hatte ich... Nee, die ist doch... Okay. Also, lieber Arrow, ich schick dich auch gleich nochmal raus. Keine Sorge, auch wenn ihr dabei wahrscheinlich draufgehen werdet. Logischerweise. Und ich glaube, ich habe langsam auch alle benannt. Fast. Leaf habe ich noch nicht. Ach verdammt, das geht natürlich auch nicht, ne? Dann komm du mal bitte zurück. Dann... Rex habe ich schon benannt. Hassan habe ich schon benannt. So. Ach so, eine Minute. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den gleichen Bug wie Zero gehabt hatte. Aber eigentlich nicht, weil ich cheate ja nicht. Nein, ich möchte das gerne... Also, ja, okay, außer der Uhrzeit. Ihr habt ja recht. Stimmt schon. Gut. Dann bist du auf jeden Fall schon markiert. Der Thief kommt zurück. Baxi ist schon markiert und Male ist auch schon markiert. Gut. Würde ich sagen, dann habe ich mich endgültig entschieden, wer hier wie, wo, was macht. Und ich glaube, die Art, das mit dem Hochleveln von den verschiedenen Stationen war, glaube ich, bessere Idee, als hier noch eine ranzusetzen. Ah ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich brauche eine Intelligenzbestie, aber da oben ist eine und sie macht gerade die zweite. Ich würde sagen, ich werde dann einfach mal gleich 10 Minuten... Ja, wir nehmen einmal erstmal 10 Minuten, weil ich bin immer noch nicht so richtig sicher mit den ganzen Rohstoffen und so. 10 Minuten, bis wir vorspulen, oder? Es sei denn... Ach, schade. Es steht leider nicht da, wie lange die Schwangerschaft geht. Wenn der eine oder... Also wenn irgendjemand das von euch weiß, natürlich wieder auch in die Kommentare. So, na dann... Uhrzeit, Marsch! So, viele Rohstoffe. Juhu, und so viele. Nice, los, komm. Bäm! Ob es dafür auch irgendwie so einen Bonus gibt? Wer weiß, wir brauchen hier Stärke, theoretisch. P-A-L. P-P-P. Moment, wir haben hier... P plus 2. Und ich glaube, du hattest auch mehr, ne? Ja, P plus 4 sogar. Das ist krass. Ja gut, nee. Und die haben sowieso das, was sie haben sollten. Und du brauchst ja eigentlich Intelligenz dann, ne? Ah. Wo sind die Sachen mit Intelligenz? Ich brauche sie. Ich brauche euch. Haben dann überhaupt schon alle Waffen? Haben sie nicht. Das ist nämlich noch, das muss ich sagen, das ist ja noch viel wichtiger, dass alle wollt, dass wirklich jeder einzelne von meinen Bewohnern irgendwie eine Waffe bekommt. Wobei ich natürlich gerne erstmal jemanden zurückkommen lassen würde. Oh. Ja, mein Gott. Vielleicht fressen die Ratten ja Kakerlaken? Ach nee, Quatsch, das sind ja... Ja, eigentlich meinte ich das jetzt gerade andersrum, dass die Kakerlaken vielleicht die Ratten fressen. Wer weiß. Kriegen wir was dafür? Das wäre ja cool, ne, wenn wir was dafür kriegen würden. Für so eine getötete Kakerlake. Wer weiß? Ja, aber nein. Essen kriege ich. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Zum Glück ist wirklich... Ach ja. Ja, sie sieht hier oben ganz toll aus. Crazy Bee, du tust mir echt leid. Ich muss ehrlich sagen, ich würde ernsthaft, ich hätte keinen Bock, sowas durchzumachen. Ist so. Auch wenn es da manchmal immer so einen Aufschrei gibt. Nein, wie kannst du?
Ich kann. Ich kann, liebe Leute, ich kann. Ach so, doch. Nein, alles klar. Ich wollte gerade sagen, wartet, verdammt, ich habe vergessen, wie ich das aufbauen wollte. Aber nein, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Ganz ehrlich, ich bin so froh, wenn es endlich so richtig groß wird. Aber das dauert noch so lange. Und deswegen werde ich jetzt die Zeit... Ja, okay. In 15 Sekunden werde ich die Zeit vorspulen und ich werde das trotzdem rausschneiden. Bis gleich. So, viele. Ach Gott. Mist. Ich habe den Einstieg verpasst. Ich wollte eigentlich, ihr kennt das mit dem viele bunte Smarties. Eigentlich wollte ich das irgendwie auf Rohstoffe münzen, aber bunte Rohstoffe war irgendwie, Nee. Nein. So, aber irgendwie muss ich gestehen. Oh. Oh. So nicht, Freundchen, ja? So, was hast du denn hier? Charisma, PL, 0 bis 3, 1. Irgendwie haben die alle nur komische Sachen bei sich. Warum findet ihr immer nur so, naja, Sachen? So, Rex. Oh, du hast so einen komischen Handschuh gefunden. Okay. Hassan hat jetzt... Na gut, okay, du bist ja noch nicht lange draußen. Das ist dann also normal. Das brauche ich alles nicht. Genauso wie ich, das auch nicht brauche. Oh, Laborkittel. Du kommst zurück. Marle, vielen Dank für den Laborkittel. Genau das habe ich nämlich gebraucht. So, cool. Abgesehen von Rohstoffen. So, und die ist immer noch schwanger. Es dauert viel zu lange. Okay, ja, Leute, nun wollen wir einfach noch mal... Lucky, Lucky, ja. Ich würde sagen, ich bin jetzt einfach mal so richtig gewagt. Ich nehme eine ganze Stunde. Bis gleich. Wuhu, da haben wir sogar mal Wasserprobleme. Auf jeden Fall ziemlich neu. Das Baby kommt immer noch nicht. Warum? Baby. So, wir sammeln das erstmal alles ein. Nee, genau, stimmt. Du kommst sowieso zurück. Und dann, Thief. Genau, mit dir. Jetzt weiß ich es wieder. Mit dir wollte ich, dass du an der Tür bleibst. Dass, ach komm. Dass Arrow nochmal rausgehen kann. Viel Spaß im Ödeland. Nein, du kannst bitte hierbleiben. Dankeschön. Ja, und dann gucken wir mal. Vielleicht hat er jetzt auch was an, was ich eventuell bei jemandem anderen in der Vault brauchen könnte. Hm, wer weiß. Ist jetzt ernsthaft erst mit dem Fahrstuhl runtergefahren, um dann wieder hochzufahren, um sich dann dahin zu stellen. Cool. Du hast an. Einen Strahlenanzug mit E. Ja gut, aber E brauchen wir eigentlich draußen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. 2 bis 4 hast du hier. 3 bis 5 finde ich besser. So, natürlich, die ganzen Sachen. Ja, cool. Und eigentlich war es auch schon gut, ne? Von der Seite. Ja, perfekt. So, dann beschützt ihr das jetzt nämlich beide. Ich werde garantiert, ich sage euch das zu 120%, ich werde garantiert vergessen, wer wann wo die Vault beschützt hat. Nehmt es mir bitte nicht übel, ich mache das nicht mit Absicht. Ich, ja, es ist halt, ich bin auch nur ein Mensch. Was passiert eigentlich, wenn die Zufriedenheit von so einem Bewohner auf Null sinkt? Berechtigte Frage. Und ja, ich brauche dringend Steampacks. Also, ja, ich brauche dringend Steampacks. Ach ja, ich will so ein Ding verpassen. Schade. Ja, ja, da war sie. Die, Also wenn nicht ab und zu mal ein Feuer ausbrechen würde oder Kakerlaken kommen würden, muss ich ehrlich gestehen,
Also abgesehen davon, dass man ja alle paar Minuten immer Rohstoffe einsammeln muss, das wäre tatsächlich so ein Spiel, was ich, glaube ich, nach so einer halben Stunde, so nach ein paar Stunden, ich dann sagen würde, ja, macht mal, mich dann irgendwie, keine Ahnung, nebenbei Sims spielen würde oder so. Ja, übrigens, es gibt da ein paar von euch, die das gucken und auch auf meinem Kanal gucken. Also die Videos bei mir, die ich ja dann für mich mache. Für die, die eventuell nicht auf Facebook oder Twitter etc. mir folgen, habe ich eine kleine interessante Neuigkeit. Und zwar wird irgendwann, keine Ahnung, also es gibt noch kein offizielles Release-Datum, wird es die neue Generation Sims auf dem Handy geben. Beziehungsweise habe ich schon mit Zero geredet, der sich nämlich auch schon gefreut hat. Also sich für mich gefreut hat. Der wird mir nämlich eins seiner Tablets geben und mir zeigen, wie ich mit dem Tablet aufnehme, so wie er das damals mit Fallout Shelter gemacht hat. Und ich werde mich riesig freuen, dann natürlich auf meinem Kanal dann dieses Sims Mobile so als kleines Projekt immer mal wieder reinzuschieben. Mal gucken, wie ich das zeitlich hinkriege, aber ich find's cool. Und es ist Multiplayer. Ha! Das heißt, jeder, der natürlich von euch mir dann dabei auch mitmachen möchte, braucht sich einfach nur dieses Spiel runterladen, ein Sim erstellen und dann muss man mal gucken, ob man sich da findet, wie man sich da findet, wie man miteinander interagieren kann, was man überhaupt alles zusammen tun kann. Ja, ich bin schon ziemlich gespannt darauf. Weil es gab ja mal ein Sims für Facebook. Fand ich jetzt nicht so cool, weil, keine Ahnung, man musste halt immer, wie halt die Social Games auf Facebook so waren, man musste halt immer mega viele Freunde haben. Und ich bin halt einfach eigentlich so jemand, der so denkt, ich will nicht mit wildfremden Leuten reden. Also, jetzt gerade schon, weil ich kenne euch ja auch nicht so persönlich. Aber keine Ahnung, das war halt so, ich meine, die Freunde, die ich habe, die spielen sowas alle nicht. Ist blöd. Und, ja, deswegen, das ist übrigens einer der Gründe, warum ich natürlich es genieße, so ein bisschen Aufsehen über YouTube zu erhaschen, über dann, ja. Weil das ist nämlich cool, weil dann hab ich nämlich euch, kann mit euch zusammen spielen, weil ich dann nämlich weiß, dass ich dann nur Leute anspreche mit diesen ganzen Sachen, die das natürlich auch wirklich interessiert. Genauso wie halt mit dem Spiel jetzt. Ich meine, es wäre eine absolute Verschwendung, das auf meinem Kanal zu bringen, weil einfach, es gehört einfach auf Zeros Kanal. So wie Sims zu mir gehört, gehört Fallout Shelter einfach zu Zero. Und, oh Gott, Hilfe, ich würde sagen, jetzt weiß ich, warum sie immer tot sind. Weil sie immer sterben, bevor ich irgendwas mache. Aber solange wir sie nichts Spannendes finden, werden sie immer wieder sterben. Es tut mir leid, Leute, aber ja. Ich weiß, ich bin gemein. Upsi, mein Stuhl quietscht, höre ich gerade. Ich darf nicht mehr so oft so machen. Auch wenn es voll Spaß macht. Und 22 Minuten. Eigentlich wollte ich auch noch das Kind kriegen. Ja, ich würde sagen, wir spulen mal eine halbe Stunde vor, nochmal zum Schluss. So, und zwar... da war schon wieder das Licht aus, glaube ich. Ein bisschen. Egal. Krieg doch endlich dein Baby, Mann. Baby kriegen. Baby kriegen. Was? Ja, ich glaube, das kommt erst in der nächsten Folge. Oh. Oh. Ja gut, mein Gott, wir können ja die Dinger verkaufen. So. Ja. Cool, dann kannst du nämlich eigentlich gleich wieder losrennen. Und tschüss. Ich wollte ja nur den Laborkittel haben. Mehr wollte ich gar nicht. So. Dann kann sie nämlich den Laborkittel anziehen. Hat gleich mega viel Intelligenz. Weil ich glaube, schwanger darf sie gar nicht arbeiten, ne? Oh. Doch. Ach, verdammt. Jetzt ist sie auch noch glücklich, weil sie in den richtigen Raum kommt. Oder arbeitet sie jetzt oder arbeitet... Hätte mir das mal einer sagen können, bitte, von euch. Aber gut, jetzt weiß ich es. Cool. Also schwangere Vault-Bewohner könnten auch arbeiten. Ich nenne sie jetzt einfach Vaulties. Es sind Vaulties. Ja. Also ich meine, okay, wenn man schwanger ist, kann man natürlich auch so Elixiere schütteln.
Und ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und... Und schon bricht ein Feuer aus. So macht man das, genau so. Das ist Reggie-like. Ein bisschen alles zusammenmischen, dann macht's puff und schon ist ein Feuer. Aber Leute, ich würde sagen, mit dieser wunderschönen zerstörten Wasserbehandlung beenden wir diese Folge für heute und sehen uns in der nächsten Folge in der nächsten Woche am Sonntag. Und weiter, bewerbt euch natürlich fleißig für Ödländer, für Bewohner, solange wie die Bewohnerliste noch so relativ leer ist. Ich habe noch 5, die da draufstehen. Muss ich ehrlich gestehen, alle, die nicht dazu schreiben, was sie werden wollen, werde ich einfach zu den Bewohnern stecken. Einfach nur, damit mir irgendwann nicht die Namen ausgehen. Ich würde sagen, das klingt fair. So, und damit jetzt endlich. Ey, das ist mir gestern schon bei Sims passiert. Die Folge sehen alle natürlich erst irgendwie jetzt am Wochenende. Ja, ich glaube, es könnte sogar hinkommen mit gestern. Egal. Wie gesagt, haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Ciao.